Das Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum Kess gibt es seit 1997. Es liegt in Nienhagen, einem Ort in der Nähe Zelles, und wird von einem gemeinnützigen Verein getragen. Die Buchstaben K-E-S-S stehen für die Menschen, die hier täglich ein- und ausgehen. Kinder, Eltern, Singles und Senioren. Um die 100 sind es jeden Tag und im Tante-Emma-Laden des Lernens, dem offenen Treff der Einrichtung, ist immer etwas los. Der Name Tante-Emma-Laden erinnert daran, dass es hier, wie früher auf dem Dorf, von allem ein bisschen gibt. Begegnungsangebote für alle Generationen, Kurse für kleine und große Querdenker und eine Beratungsstelle, in der immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort ist. Überall fallen dem Besucher oder der Besucherin Fragen ins Auge. Wer gehört zu Ihrer Familie? Wer sind Sie? Auf den Fotos im Garderobenbereich sind viele der Familien, die hier ein- und ausgehen, zu sehen. Und dazu gehören nicht nur die klassischen glückliche Eltern, zwei glückliche Kinderfamilien, sondern einfach Menschen, die miteinander leben und füreinander Verantwortung übernehmen. Im Kess sind Treppen nicht einfach Treppen. Hier sind sie Orte des Lernens. Aktuell ist eine kleine Mitmachausstellung zum Thema Treppe der Welt zu sehen. Sie fordert dazu auf, über das Thema Mein Zuhause nachzudenken. Immer neue Antworten finden sich auf den Plakaten, die auch eine der vielen Möglichkeiten darstellen, mit den Familien ins Gespräch zu kommen. Ganz bewusst sind alle Räume durch Glastüren miteinander verbunden. In einem der Räume ist der Tagesmutterladen untergebracht. 10 Kinder zwischen 1 und 3 Jahren werden von 2 pädagogischen Fachkräften von 8 bis 13 Uhr betreut. Nachmittags und abends finden in den gleichen Räumen Angebote für Schulkinder statt und bis zum Abend Entspannungs-, Sprach- oder Computerangebote. Daneben ist eine Sinneswerkstatt für Babys im ersten Lebensjahr mit ihren Eltern aufgebaut. Sigrid Töhling, als Sozialpädagogin verantwortlich für die Bereiche Begegnung und Beratung, ist mit ihren Kolleginnen für viele junge Familien eine wichtige Bezugsperson. In ihren Kursen geht es nicht nur um die Themen Wickeln, Füttern und Schlafen. Wenn aus einem Paar Eltern werden, dann ist es gar nicht so einfach, die passende Rolle zu finden. Also wie will ich als Vater sein, wie will ich als Mutter sein, nach welchem Wert möchte ich meine Kinder erziehen und wie finde ich eine Balance in der Familie, dass es als Familie gut funktioniert und sich einspielt. Das ist gar nicht so einfach und wenn wir ein bisschen dazu beitragen können, dann haben wir viel gewonnen. Das Kess ist in den letzten Jahren auch immer stärker zur Anlaufstelle für Menschen anderer Muttersprachen geworden. Neben dem internationalen Frühstück helfen 12 sogenannte Botschafterinnen in ihren Muttersprachen, wenn es um Unterstützung im Alltag geht. Neben Familien, die Asyl in Deutschland suchen, sind es auch verstärkt Familien aus Spanien, Portugal, den USA und vielen weiteren Nationen, die hier herzlich aufgenommen werden und Kontakte finden. Familien aus der ganzen Welt kommen oft hierher, oft im Bezug mit den Firmen der Erdölindustrie hier in Celle. Und sind leider nur 2 bis 3 Jahre in Deutschland. Dadurch sind Kontakte im privaten Leben eher schwierig aufzubauen. Und hier in Kess finden Sie Menschen, die alle möglichen Sprachen sprechen. Bei so vielen Menschen, die tagtäglich im Hause sind, fallen eine Menge Organisationsaufgaben an. Unterstützt wird das Team immer wieder durch Ehrenamtliche, die sich als Gastgeberin oder Gastgeber einbringen. Ich freue mich, wenn ich jeden Morgen hier ins Kess komme, weil die Begrüßung so herzlich ist und alle Kollegen so nett sind. Es macht einfach nur Spaß, hier zu sein. Es ist kaum zu glauben. Alle 2 bis 3 Minuten klingelt das Telefon. Manchmal sind es Fragen zu Kursen, oft aber auch die Vermittlung von Beratungsterminen oder Anliegen, die das Familien- und Seniorenbüro betreffen. Hier werden Tagespflegepersonen, haushaltsnahe Dienstleistungen, aber auch allerlei ungewöhnliche Anfragen beantwortet. Ja, okay, Sie warten auf unseren Anruf. Dankeschön, wiederhören. Ja, Heidi, da hat eben eine Familie aus, also das Bürgerbüro aus Wattling angerufen. Ja. Eine Familie aus Serbien ist gekommen, die Mutter ist krank und braucht ärztliche Hilfe. Und ich spreche kein Deutsch. Habe ich schon gerade gehört. Im Laufe seiner fast 17-jährigen Geschichte ist das Kess damit zu einem Knotenpunkt des Wissens, zu einem Wissensnetz geworden. Aus Bosnien-Herzegowina haben wir da eine Frau. Das müsste ja Akarant sein von der Sprache, er war ja mal ein Land. Also ich werde gleich da mal anrufen und dann können wir ja mal gucken, ob die Familie noch weiteren Beratungsbedarf hat. Denn ja, wenn ich da die Botschafterin und die Dolmetscherin an der Hand habe, dann können wir da ja auch noch weiter vermitteln.
Jedes Anliegen wird persönlich oder telefonisch bearbeitet. Dabei leitet uns unser Motto von Mensch zu Mensch. Wir sind so etwas Ähnliches wie eine menschliche Suchmaschine. Das funktioniert natürlich nur im lokalen Raum und nur dann, wenn die Netzwerke, also die Kontakte zwischen den Menschen, auch gepflegt werden. Von Mensch zu Mensch, dieser Gedanke wird im KESS gelebt. Tag für Tag mit viel Durchhaltewillen, hoher pädagogischer Professionalität und einem unerschöpflichen Pool an kreativen Ideen.